Hallöchen, willkommen zurück zu Monster Train und dieser Banner fehlt uns noch, deswegen auf geht's! Nicht viel schnacken, koppeln. Ne, halt, das war was anderes. Wir nehmen uns. Jo, auf jeden Fall. Ernten oder reformieren? Wir reformieren. Könnte mit den Nuggets scheiße werden, aber. Vielleicht lassen wir den Nuggets ja weg. Immerhin können wir alles spielen, was wir am Anfang auf die Hand kriegen. Den habe ich nur unten gestellt, damit er reformiert wird, ne? Problem dabei ist, der wird, oh, was geben wir dem? Ach du Scheiße. Reformiert gibt auch ein Ausbrennen dazu. Das ist das Problem an der Sache. Wow. Da steht schon einiges hier im Weg, hm? Hey, wir kriegen zwei Tod. Yeah. Nice. Wir brauchen irgendwelche Angriffszauber. Das geht doch so nicht. Da hat ein Ausbrennen, ach du Scheiße. Ja. Sterben wir schon im ersten Kampf? Ey. Warum leuchtet der so? Ach, Lebensraub? Okay. Der brennt einfach nur aus. Och, du Scheiße. Na komm. Dann stellen wir die Ebene mal zumindest so voll. Ey, ein Lager dreht von mir. Nice. Du würdest da eine Runde überleben, wenn du dich nach vorne stellst. Du heilst um 3, 4. Hey! Mann, ist das complicado. Alter Lachs! Oh Gottchen, Hund bemüht sich auf. 3 Ausbrennen auf verbündete Einheiten, ja. 10 Gesundheit wiederherstellen und 2 Ausbrennen. Füge der Verlusten gehen 35 Schaden zu. Warum das Ausbrennen-Ding? Oh, nicht schon wieder die Glutentzug. Ey, ich bin schon wieder so skeptisch. Schon im ersten Kampf. Was ist denn los? Ja, wir holen uns noch ein Viech. Könnte gut werden, aber der braucht doch Platz. Wir nehmen die Dame. Flink, ja klar, bitteschön. Oh, kein Geld mehr. Hey! Das ist klasse. Alright.
der eine verreckt schon mal, der Rest ist egal. Oh, ist immer noch egal. Ja, die zwei sind... Lassen wir. Wobei... Damit er dann demnächst reformiert wird. Dafür lassen wir den drin. Wir stellen auch noch zwei nach hinten. Ups. Und den... Komm, den stellen wir hier hin. Was soll's? Hauptsache, wir klatschen ein bisschen was. Oh ja, reformierter Nugget. Das war wichtig. Ja, noch ein Nugget. Oh, die Dame brennt aus. 81 Schaden kriegt. 91 wäre es okay. So, gewinnen wir es auf jeden Fall. Stirbt. Schnicke. Ja, mit Nuggets. Oh, wir reformieren einfach zwei Einheiten. Oh, leck mich doch. Ja, ich überspringe manchmal. So alle 20 Folgen einmal. Wir holen uns das Artefakt, keine Frage. Wenn du eine Einheit spielst, werden die Kosten der zufälligen Karte... Oh. Nice. Der ist noch unnütz. Dann nehmen wir den. Gib mir was Gutes. Oh, jetzt schon? Wollen wir was verfünffachen? Wir haben nichts Gutes. Ja, wir hätten sie, aber... Oder das hier. Komm. Wir nehmen das. Mann, wir hatten einfach nicht wirklich irgendwas Krasses, was wir hätten kopieren können. Können sollen, dürfen müssen. Bombenbumsen doppelt. Okay. Auch noch die Kackvögel. Ja gut. Okay. Machen wir das so, würde ich sagen. Okay, jetzt haben wir diese schöne Dame. Und machen das so. Hey! Okay. Dann stellen wir den noch dazu. Machen ausbrennen. Holen uns ein Nugget. Dann heilst du drei. Und du kriegst Schandschild. Ey! Okay, du kriegst noch einen Dude. Hier oben stellen wir einen Dude hin. Nugget wird verdoppelt. Oh ja, zum Reformieren. Schandschild! Hey! Oh, durch das Schandschild werden die alle ausbrennen. Nicht so gut. Nicht so gut. Schandschild, hey! Okay, ich höre schon auf.
Ja, mehr können wir leider nicht machen. Also, Daedalus kriegt nicht wirklich Schaden. Schade. Oh, halt! Der ist ja jetzt erst dran. Na komm, wir aktivieren die Chose. 99, immerhin. Alles ausgebrannt, alles weg. Hey, zwei Nagelsreifer mehr! Yo! Das ist geil. Oh, 22 Schaden macht der. Wenn ich den jetzt hier draufstelle. Ja, 73. Kann sich sehen lassen. Der Großteil von Nugget. Ach ja, der wurde ja einmal gegessen. Stimmt. Der wurde beim ersten, nach dem ersten Mal gleich hier abgeschnabbelt. Puh. Spielt sich zäh. So wie die letzte Daily. Vielleicht wird es genauso erfolgreich. Oh, ja. Verbrauche Karten von der Hand und nimm eine Harzwachse-Einheit auf die Hand. Was heißt denn verbrauche Karten von der Hand? Wie viele denn? Alle? Zwei? 15? Das ist aber auch ein bisschen makaber, ne? Schneiden sich alle die Hand ab, um hier was Neues zu gießen. Ach so, plus 10 für jede verbrauchte Karte. Hm. Oh, halt verbrauchen. Oh, das ist nicht so cool. Wir nehmen das dann. Oh ja. Eine Nugget-Produktionsstätte. Und wir nehmen nochmal. Nehmen wir den? Nehmen wir den Platz. Okay, wir könnten nochmal was kopieren. Die linke Seite ist ja Schrott ohne Ende. Also für unser Gedönse jetzt. Wir reformieren nochmal neu. Ich möchte, das mit Ausbrennen gefällt mir nicht. Doppelstapel. Oh. Na gut, aber wir haben so viele, dann nehmen wir lieber hier die 6 Ausbrennen. Wir vergünstigen das Ding. Das gibt nur plus 10 dazu. Na egal, das ist das Einzige, was wir damit machen können. Und wir nehmen noch... Ups. Ach, die gibt ja gar kein Ausbrennen. Okay. Ich dachte, das wäre die gewesen. Oh, das erklärt einiges. Okay, was machen wir hier als allererstes? Gleich mal hier 300 Schaden ausbumsen, ne? Das ist nicht mal eine Verbrauchskarte, nice. Das wäre es verschwendet. Okay. Okay, eine automatische Nugget-Schleuder. Ja, können doch nichts reformieren. Okay, du verdoppelst das Nugget. Jo. Oh, das hier auch. Oh. Wir haben ja noch gar nicht diesen Automaten-Heini. Oh, okay. Dann machen wir das jetzt erstmal so. Dann wird das hier ein krasser Zugbegleiter, würde ich sagen, ne? Kostenlos, erhalte ein so ein Ding. Okay, nochmal Schadensschild dazu. Hier unten können wir auch mal ein Schadensschild. Ne, machen wir nicht. Schade, kommt was durch. 6 Schaden genommen. Ugh.
Nice, stirbt beides wegen den beiden. Das ist super. Kurze Atempause. Hier können wir da die Ausbrenn-Dinger dazu schmeißen. Hier nochmal extra Schadensschild. Der hat schon 11. Dann hat er jetzt dann 15. Der stirbt nicht. Oh, schade. Machen 20 Schaden. Das ist so pervers. Aber er stirbt sowieso. Ich habe überlegt, ob ich da nochmal einen Dings dazu machen soll. So ein Schadensschild. Aber ich war mir nicht sicher, ob das mit dem Ausbrennen in Konflikt gerät. Reformieren wir mitnehmen können. Nugget eine zerstören. Okay. Könnte gut sein. Ziehe eine doch besser. Oh. Ganz am Anfang bitte. Als allererstes. Heilen, Einheiten verbessern und Gedönse oder Shoppingtour? Wir nehmen die Shoppingtour. Zauber halten mir zusätzlichen Platz. Uff. 25% Chance hat das nur? Wow. Oh. Ja. Das können wir auch machen. Moment, im Kampf schießt er, oder? Nö, wenn eine Tropfeinheit stirbt. Nice. 150 Münzen, sollen wir die mitnehmen? Nee. Ich möchte es eigentlich ausprobieren, aber nicht mit so vielen Anwendungen. Okay. Der schießt automatisch Nuggets raus. Sollen wir den vielleicht hier hinten hinstellen? Komm, stellen wir hinten hin. Okay, für 2 Runden können wir das mal machen. Und jetzt gucken wir mal, ob das was bringt. Ja. Schadensschild triggert keine Waffe. Okay, erzeuge eine Kopie. Ach, der steht da hinten, okay. Dann machen wir hier den Kopierheini. 120. 130 sogar. Der braucht 60. Okay. Dann lassen wir das erstmal. Wir opfern ihn hier. Komm, weggesprengt. Wow. Gleich 2 Tanks. Oh, mal jemanden reformiert, der nicht völlig für den Arsch ist. Puh. Oh, der kriegt nur 30. Mhm. So sieht das schon besser aus.
3 Life. Nee, dann nehmen wir lieber. Oh. Alter, wir haben 8. Auf sie sollten wir das nicht machen. Wir machen das auf sie hier. Fünf Einheiten sind verfügbar. Alles Nuggets, oder? Ah, halt, reformieren hieß es. Hä? Moment. Ziehe eine Einheit. Ah, okay. Zwei Nuggets. Und die drei. Wir machen das jetzt sofort. 44 kriegt er. Das Problem ist das Ausbrennen. Okay. Okay, die sterben alle. Dann geben wir hier Ausbrennen dazu. Für den da vor allem. 15, das macht 30 Schaden mehr. Er ist tot. Können wir den da noch zaubern? Und können nichts mehr bauen. Okay. 184 Schaden kriegt der Boss nur. Der da stirbt, wenn er nach oben kommt. Das ist immerhin was. Okay, er hat. Oh, er hat weitreichend. Dann geben wir ihm Schaden. Oh, dann brennt er aus. Na, supi. Juppi! Wir heilen ein bisschen und geben uns mehr Gedönse. Ah, ja, das ist das Einzige, was wir machen können. Schade. Können wir da oben noch? Okay. Ja. Passt, würde ich sagen. Puh. Endlos. Oh ja, mit den ganzen Nuggets. Definitiv. Grubenexplosion. Ah, 80 Schaden und wenn was stirbt, kriegen wir. Ist mir zu teuer. Ein Schadensschild und Nuggets auf die Hand. Nee, das lassen wir. Oh, Fehl kommt. Kopieren oder Einheiten verbessern? Was würden wir kopieren? Das eliminieren würden wir kopieren. Okay. Höhle ist es. Oh, alter Zug. Extra live. Packen wir auf sie. Oder? Hm, ja. So als Tank. Wieso nicht? So, dann lohnt sich das Heilen auch noch mal ein bisschen mehr. Sind wieder voll. Und dann kopieren wir uns. Was wollten wir? Die Karte eliminieren? Oder... Oh. Wir nehmen die Karte. Vielleicht kriegen wir die dann am Anfang. Ob das so schlau ist. Ah. Multischlag und Wut natürlich wieder. Kack-Kombo. Okay. Der Chef kommt nach oben. Flinke Dame stellen wir jetzt schon mal nach unten hin. Genauso wie... Ah, wobei... Ja... Er federt ein bisschen Schaden ab. Okay, auf hier kann man Schadensschild drauf machen. Schauen wir für die nächsten Angriffe.
Okay. Wenn ich ein Dings rufe, kommt. Okay. Nice. Genau sowas wollte ich haben. Oh, Verzauberung habe ich gut gemacht. Oh, 34 Schaden kriegt die schon. Mann, und die Alabasterwache ist immer noch da. Oh, scheiße. Wir brauchen da oben einen Tank. Okay, kriegt 11. Passt. Der Rest ist kostenlos. Okay, 44 Schaden. Oh, wir können ihn nicht da unten hinstellen. Damn. Können ihn nirgends hinstellen jetzt gerade. Na, super. Jetzt könnten wir ihn hinstellen. Ich brauche was gegen Ausbrennen. Also, wir kriegen aufs Maul. Oh, Doppelzucker. Stirbt alles. Nicht so cool. Überhaupt nicht cool. Er braucht noch ein bisschen was. Oh nee, Verzauberung ausgelöst. Okay, jetzt kriegen wir es nicht mehr hin. Okay, ihn stellen wir noch als Tank hier nach vorne. Es stirbt trotzdem alles. Ich glaube, die Karte bleibt auf 0. Ja. Okay, der brennt dann aus. Na super. Fuck. Jetzt ist das Ding da. Jojojojo. So haben wir es gern. Nice! Er braucht einen Tank vorne. Dann kriegt er auf jeden Fall Ausbrennen dazu. Okay. Oh, die sterben beide. Oh, er hat weitreichend. Oh, das heißt, der Nugget-Former stirbt auf jeden Fall. Und egal, was ich da hinstelle, es stirbt. Ich muss ihn auf jeden Fall schützen. Das heißt, oben brauche ich diesmal gar keine Nuggets hinstellen. Dann stelle ich die hier rein. Ihn brauche ich auch nicht hinstellen. Ah, das ist schade. Ich hätte gern das Ding genommen hier für unten. Na, hilft nicht. Der Dude muss überleben. Das heißt muss, aber sollte. Okay, hier hätten wir noch einen mit Ausbrennen. Okay, der hat sowieso Ausbrennen, der oh, er hat weitreichend. Ich hasse das mit weitreichend. Das ist so ein Scheiß. Dann halt so, ne? Wir stellen da die Ausbrenn-Dudes hin. Er hat auch Ausbrennen. Das heißt, wenn ich den jetzt oben hinstelle, ist es verkackt. Hey, der Nugget-Meister ist wieder am Start. Hat aber nur ein Ausbrennen. Das heißt, er würde jetzt genau einmal von Nutzen sein. Aber das nutzen wir aus. Macht jetzt schon 96 Schaden. Okay, er stirbt. Wir tanken das mit ihm. Oh. Geben ihm noch den da dazu. Okay.
Ja. Ja, dann machen wir den weg. Moment, 6. Das geht auf die ganze Ebene, der Schaden? Ich dachte, weil man ihn nicht zielen kann, geht das auf den vorderen, aber nein. Das ist ja heiß. Wir versuchen hier oben ein bisschen Life dazu zu kriegen. Okay. Der Rest sind nur noch die Teile. Das gebe ich ihm hier. Moment, der Gegner hat nicht weitreichend, oder? Nee, nur Multistark. Oh. Dachte gerade schon. Oh ja. Rache auf jeden Fall. Moment, er stirbt, er brennt nicht aus. Okay, nice. Gut. Okay, er ist auch günstiger geworden. Wie viel? 144? Rache für unsere Toten! Ja, kommt ein bisschen arg spät, ne? Nehmen wir trotzdem mit. Platz oder? Wir nehmen ein bisschen mehr Action. Wir können uns nicht immer auf die Nuggets verlassen. Jetzt haben wir die Zauber. Wir sollten uns eigentlich heilen, aber hier drüben gibt es noch ein Artefakt. Und Einheiten zum Verbessern. Ja, aber mit den Einheiten verbessern? Nö. Wir gehen mal hier drüben hin. Was haben wir hier schönes? Kostengünstiger, auf jeden Fall. Magische Kraft. Das gibt nur plus 10, das gibt 40. Okay. Wir gucken mal, was es noch gibt. Ein Doppelstapel. Oh, ja. Günstiger. Jo. Und 10 magische Kraft. Das ist auch nur plus 10. Na, wir nehmen es trotzdem. Hätten es auch auf den anderen machen können. Ah, dann hätten wir die am Anfang schon benutzen können. Gut, naja. Naja. Wir nehmen nochmal reformieren. Dann haben wir ohne Unterbrechen irgendwelche Nuggets auf der Hand. Und die können wir auch schön opfern. Auf jede Ebene. Oh, oh. Ja, wir hätten hier den plus 10 Magie-Dings reinmachen sollen. Damn. Oh! Okay, das hat jetzt nichts gemacht. Ich weiß nicht, warum ich den rausgenommen habe. Keine Ahnung, was da gerade in meinem Hirn abgelaufen ist. Wird das ja auch günstiger? Jupp. Der braucht nur einen. Dann stellen wir den auch da unten hin. Schnieke. Achso, halt. Null Anwendungen. Buh. Nuggetmeister. Extra Nuggets. Dann sind die zwei kostenlos. Es kommt was nach oben durch. Schade. Sechs Life haben wir noch. Was ist das denn? Oh, wir haben keine Einheiten zum Reformieren, weil die schon automatisch reformiert worden sind. Ah, habe ich echt gut gemacht. Das habe ich schön hingekriegt. Okay. Stirbt auf jeden Fall. Und dann packen wir die Schuhe raus. So.
Wenn wir die zwei hier nach oben stellen würden, könnten wir das anwenden. Oder wir geben denen da unten... Na, die brauchen das eigentlich nicht. Komm. Wir stellen die zwei Dudes hier hin. Geben denen das. Ist kostenlos. Der Nugget wird verdoppelt. Ja, und den kann ich wieder nicht spielen. Hey, wie cool. Also ich könnte schon, aber dann wird er einfach abgeschlachtet werden. Wobei das nicht so schlimm ist, der wird ja eh reformiert. Kurze Atempause. Hey. Okay, das ist jetzt schon mal günstiger geworden. 29 mit 2 ausbrennen und ich kann ihn nirgendwo wirklich gut hinstellen. Geil. Schade drum. Jetzt schon die letzte Welle. 439. Okay, sie stirbt und die brennen alle aus. Oh, der Dude kommt nach oben. Gibt nichts, was ich machen kann. Ich könnte ihm dem Schadensschild unten geben. Aber da würde ich jetzt zum Beispiel nur 80 Schaden mehr machen. Die brennen eh aus. Sie bekommt so oft aufs Maul, dass die noch mehr ausbrennen kriegen. Gib ihm hier Schadensschild. Der ist eh nicht so gut beieinander. Der ist echt nicht gut beieinander. Okay, hier kommen unsere Bolzen und das Eliminieren. Der würde 150 Schaden kriegen dadurch. Wir machen hier erstmal die kostenlose Chose. Geben hier noch zwei Schadensschild dazu. Oh, jetzt sind die günstiger geworden. So, dann... Oh ja. Du greifst mit an. Und ihr zwei werdet gegessen. Komm, wir geben nochmal Schaden drauf. Wir haben da oben ordentlich Schadensschild. Okay, er stirbt da oben. Dann lassen wir das dabei. Fuhuhu. 10-mal so viel Schaden, wie Einheiten verreckt sind. Geht klar. Okay. Für den letzten Kampf geht das. Okay, was wollen wir machen? Einheit. Hier können wir uns dann zwei Artefakte kaufen. Aber wir würden uns nicht heilen. Hier könnten wir noch was kopieren. Was würden wir kopieren? Das Ding? Nee, die Glutasche kostet 3. Das Ding könnten wir kopieren. Oder das Teil. Zauber, Einheiten. Wir gehen hier rüber. Was gibt's denn an Artefakten? Verbrauchskarten haben wir einige. Nehmen wir mit. Schade. Multischlag. Rentiert sich da. Sie ist flink. Ah, das wären dann 50 Schaden. Schadensschild. 10 Angriff. Sehe ich jetzt nicht wirklich. Komm, wir gucken noch nach einem weiteren Artefakt. Magische Kraft, hey! Das wäre geil. Moment.
das bringt uns ganz wenig. Das bringt uns wirklich ganz wenig. Nur hin und wieder 3 Schaden. Oh, ich Vollidiot. Und mit hin und wieder meine ich mit 2 Karten. Oh, ich bin doch ein Depp. Ich bin doch ein Spago. Ach komm. Dann geben wir hier noch 10 Schaden dazu. Was rausschmeißen? Hm. Nicht wirklich. Okay, du. Superhuhn, ey. Für mich sind das alles Hähnchen. ...330 auf den ersten schon mal, hm? Oh. Das geht. Schild und noch mehr Aktionspunkte. Verbrauchskarte. Okay, das ist perfekt. Sammelt den auch gleich noch 30 Schaden? Ah, nee. Ach, schade, dass die nicht verrecken, wenn die oben ankommen. Da geht einiges drauf. Ach du Scheiße. Du Heilige. Okay, du tankst das ein bisschen. Du auch. Den Schadensschild, das heißt aber auch, dass mir der da ausbrennen wird. Aber sie überlebt ein bisschen länger. Und alle anderen hauen zu. Ja, das war jetzt leider ein Trade-off, den ich machen musste. Aber vielleicht kriegen wir jetzt gleich hier die Karte, die Ausbrennen hinzufügt. Muss er auch nicht sofort sein. Okay, 3 Life. Extra Aktionspunkte. Spielen nur so lange die kostenlosen Sachen. Hat da jemand? Nein. Alright. Überlebt das noch ein bisschen? Wenn ich das hier spiele, egal worauf, zack, ist der wenigstens weg. Okay, wir haben hier so ein paar Sachen, die kostenlos sind. Wie den das jetzt zum Beispiel. Die brennen beide aus. Soll ich hier unten das Ding reinschmeißen? Ne, das mache ich nachher. Wir spielen hier erstmal noch ein bisschen was rein. Damit hier noch ein paar Sachen kostenlos werden, wie das da zum Beispiel. Dann kriegst du hier Schadensschild, damit der da stirbt. Und dann kriegt der aufs Maul. Nochmal 9 mehr. Ah, halt, 3 mehr, weil er Zedern hat. Okay, El Jefe hat hier schon ordentlich Life verloren. Verbrauchskarte würde was wegsprengen. Ja, machen wir hier unten. Dann die Nuggets.
Wir heilen hier. Oh, halt. Ja, komm, wir stellen die Nuggets hier oben hin. Oh, kein Platz mehr. Schadensschild. Okay, jetzt hätten wir das Ding. Oh. Ich dachte, das sind die 100 Damage-Dinger. Okay. Verbrauchskarten. Schnieke, schnieke. Okay, noch mehr Schadensschild dazu. Geht klar. Die stellen wir auch hier rein. Moment. Okay, die Verbrauchskarte packen wir schon mal hier rein. Die Verbrauchskarte triggern wir hier. Da kann ich eh nur noch in die Mitte Sachen stellen. Also, pass mal auf. Du kommst hier rein. Sprechblase weg, danke. Du kommst hier mit rein. Und du... Und es stirbt trotzdem alles. Dann verbrauchen wir noch den hier. Dann überlebt nur er. Okay. Hier oben... das tut weh. Der hier, oh, 24 ist aber auch... Oh, scheiße. Verrecken wir jetzt? Wegen der Ernte, die ganze Rüstung ist echt mies. Oh, oh. Wow. Okay. Das hatte ich jetzt nicht ganz auf dem Schirm, aber das war auch nichts, was wir großartig hätten machen können. Wir versuchen es das nächste Mal nochmal mit der Kombination. Oh. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Vielleicht kommt der Daily dazwischen. Sehen wir dann gleich. Ciao!